LöwenTV wird Ihnen präsentiert von Eisenbach Tresore. Fachberatung, Informationen, Onlineshop. Zwei Spiele noch, dann ist das Fußballjahr 2016 für den KSV Essen-Kassel schon wieder Vergangenheit. Damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von LöwenTV. Heute mit der Partie KSV gegen den FC Nöttingen. Das klingt vom Papier her erstmal nicht so spektakulär. Nöttingen ist Tabellenletzter, aber die sind zugleich auch Angstgegner der Löwen. Drei Partien gab es bisher untereinander und dreimal hieß der Sieger FC Nöttingen. Tobi Zeller, war denn der KSV im vierten Anlauf erfolgreicher? Tja, auch der vierte Anlauf sollte sich als schwierig herausstellen. Nöttingen zu Gast im Kasseler Aue-Stadion hier in dieser Partie. Wir fangen an hier mit den Löwen, die von Anfang an offensiv in dieses Spiel gingen. Brandmar hier mit der Flanke. Basti Schmäher kann hier den Ball noch behaupten. Der kommt zu Marco David. Erster Akzent hier in dieser Partie. Nöttingen steht tief in der eigenen Hälfte, will den Löwenangriff verhindern. Die Gäste in Neongelb bekamen in diesem Spiel auch viele Chancen vor das Kasseler Tor. Und hier ist Hartmann, der hier super hält und diesen Ball entschärft. Die Löwen mit einigen Problemen vorne in der Offensive. Nöttingen nutzt die Chancen besser. Hier in der 22. Minute durch Maggio gehen die Gäste mit 1:0 in Führung. Das Tabellenschlusslicht trifft im Aue-Stadion zur Führung hier in der ersten Halbzeit. Darauf erstmal einen Schluck. Doch die Löwen versuchten es weiter, natürlich mit viel Engagement. Hier Tim Philipp Brandner, Lorenzoni, der geht vorbei an Tobi Damm. Und da ist Bravo Sanchez, der trifft den Ball nicht. Nochmal Schmick tritt vorbei. Und dann ist es Sergej Wjuschkin. Ganz knapp über das Tor. Siebenunddreißigste Minute. Brandner hier. Da ist Albrecht dran. Pfostenschuss. Albrecht nochmal 1:1. Der Ausgleich kurz vor der Halbzeit hier durch Lukas Albrecht. Da hat er nochmal Glück gehabt, dass der Ball vom Pfosten zurückspringt. Hier kommt er dran, da rutscht ihm der Ball über den Schlappen und dann im Nachschuss. Dann aber richtig 1:1. So, das sollte Aufwind geben hier für die Löwen in der ersten Halbzeit. Doch Nöttingen blieb spielerisch stark hinten drinne, sodass die Löwen ihre Probleme hatten bei diesem Nebelwetter. Das sollte aber kein Problem werden. Tobi Damm mit der Flanke. So sahen die Angriffsversuche der Löwen in der zweiten Halbzeit aus. Der letzte Ball kam nicht an, sodass Nöttingen verteidigen kann. Und wenn die Gelegenheit da war, dann griffen sie an, die Nöttinger hier. Niklas Hartmann zu weit raus. 2:1 aus Nöttinger Sicht hier in der 72. Minute. Da kam Niklas Hartmann zu weit aus dem Kasten und kann den Ball hier nicht sichern. Und Bellanave macht das zweite Tor für die Nöttinger. Die weitere Führung. Die Löwen versuchten es weiter. Hier Satorov mit dem Schuss. Satorov eingewechselt in der zweiten Halbzeit. Lorenzoni, weiter geht es. Lukas Albrecht und da hinten ist Rolf Satorov. Der macht hier den weiteren Ausgleich. 2:2 in der 82. Minute. Die Löwen holen hier in diesem Spiel nur einen Punkt gegen das Kellerkind der Tabelle. Dennoch kann man zufrieden sein. Hier sehen wir nochmal den Treffer. Rolf Satorov, da rutscht er rein und macht den Ausgleich.
Kein überragendes Spiel der Löwen, aber ein Punkt haben sie dabei. Diese Szene schauen wir uns nochmal an. Der Ball abgeklärt und hier, Lorenzoni verletzt sich da, um das nochmal zu zeigen und aufzuklären. Tobi Kramer hat es in der Pressekonferenz schon angesprochen. Er hatte einen Cut erlitten am Schienbein. Es sieht harmloser aus, als es ist. Lorenzoni muss aber lange behandelt werden. Und wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung. Damit war es das hier. 2:2 trennt sich der KSV vom FC Nöttingen. Ja, schönen Dank, Tobi Zeller. 2:2 gegen den FC Nöttingen. Neben mir Sergei Iwiljuskin. Sigi, wie hast du das Spiel heute gesehen? Am Ende zufrieden mit dem Punkt? Ja, also natürlich war es ein sehr, sehr schwieriges Spiel, haben wir auch erwartet. Nöttingen stand halt tief mit einer Fünferkette und ja, im Endeffekt, glaube ich, können wir mit dem 2:2 jetzt gut leben, wenn man sieht, wie viele Chancen Nöttingen hatte und wie viele Möglichkeiten, Kontermöglichkeiten Nöttingen hatte. Ja, muss man jetzt einfach so den Punkt mitnehmen und wir haben jetzt 30 Punkte und das passt soweit. Also wir haben uns ja im Gegensatz zur Hinrunde schon ein bisschen verbessert, sage ich mal, mit dem Punkt gegen Nöttingen. Aber natürlich wäre ein Sieg möglich gegen den Tabellennetzen, aber das passt heute, denke ich. Woran lag das? Die Abwehr war ja bisher über viele Strecken in dieser Saison euer Aushängeschild. Heute habt ihr nach eigentlich 10 ganz guten Minuten am Anfang dann irgendwann richtige Probleme gekriegt. Das 1:1 zur Pause war ja, muss man sagen, glücklich. Nee, das war auf jeden Fall schmeichelhaft, aber ja, Nöttingen stand halt mit einer Fünferkette hinten drin, 4 davor und einer hat immer so vorne gelauert und die wollten uns auskontern und wir haben dann halt blöde Ballverluste gehabt und sind halt auch in diese Konter gelaufen, vor denen uns der Trainer eigentlich im Vorfeld gewarnt hat und ja, wir hatten keinen Zugriff und dank Hardy war es dann wirklich nur ein Gegentor zur Halbzeit und wir wussten, dass wir mehr machen müssen, mehr investieren, um hier überhaupt noch was zu holen und ja, wie gesagt, am Ende war es ein 2:2, können wir sehr, sehr zufrieden eigentlich sein im Endeffekt, vielleicht nach dem Spielverlauf. Ihr hattet im Lauf der Hinrunde sehr, sehr viele englische Wochen. Jetzt habt ihr erstmal 2 Wochen Pause, dann ist noch ein Spiel und dann die Winterpause. Kommt das so gelegen oder würdet ihr lieber gleich jetzt nächste Woche weiterspielen? Nee, also ich hätte am liebsten weitergespielt, um den Punkt jetzt vielleicht wieder gut zu machen mit einem Sieg gegen ja, Watzenborn und Trier haben wir jetzt noch 2 Spiele, wo wir auch punkten können und punkten wollen und dann zufrieden in die Winterpause zu gehen. Also ich hätte am liebsten jetzt weitergespielt und nicht noch eine Woche gewartet, aber so ist es halt. Die englischen Wochen lagen uns ja, vielleicht passt das ja ganz gut mit der Punkteausbeute dann. Was ist da noch drin in den beiden Spielen, die jetzt ausstehen? Ja, wir wollen wieder rangehen, dass wir was holen wollen und müssen wir am Ende schauen, zu was es dann reicht. Aber ja, 2 Siege wären natürlich optimal. Aber wir schauen mal, wir gucken von Spiel zu Spiel. Und erstmal gegen Watzenborn gewinnen ist ja auch eine Mannschaft, die wir schlagen können. Hier im Hinspiel haben wir das auch bewiesen, dass wir das machen können. Und ja, wir wollen einfach an die Leistung anknüpfen, die wir vor Nöttingen hatten. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir 3 bis 6 Punkte holen auf jeden Fall. Ja, schönen Dank, Sigi. Das war's für heute mit Löwen-TV. 2:2 gegen den FC Nöttingen. Ich denke, einfach mal den Punkt mitnehmen und auch zufrieden sein, wie es Sergei Iwiljuskin sagte. Die nächste Ausgabe von Löwen-TV nach dem nächsten Heimspiel am Samstag, den 10. Dezember hier im Aue-Stadion um 14 Uhr gegen Eintracht Trier. Sicherlich auch wieder ein schwieriges Spiel. Alle, die Löwen-Fans sind, natürlich ins Aue-Stadion kommen. Es wird voll. Es sind viele eingeladen. Freikarten sind verteilt, sodass es zum Jahresende nochmal einen stimmungsvollen Abschluss gibt. Das war's für heute mit Löwen-TV. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss und auf Wiedersehen.